Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ja, wir haben das Spiel quasi komplett durchgespielt, wir haben auch alles mit Isaac erreicht. Heißt, jetzt kommen die ganzen anderen Charaktere, heißt aber auch, wir haben den Dice nicht mehr. Heißt, wir werden öfters verlieren, denn mit dem Dice bekommt man die guten Items. Wir werden... Welchen Charakter wollen wir denn mal nehmen? Ja, wir müssen jetzt quasi... Ich weiß nicht, ob ich es komplett machen werde, auf jeden Fall müssen wir, um alles freizuschalten, mit den anderen Charakteren Mutters Fuß... Mutters Herz, den Teufel und Isaac besiegen, damit wir irgendwann alles freigeschalten haben und dann noch am Ende versuchen, die Chest immer zu schaffen. Auf jeden Fall fangen wir einfach mit Eve an. Eve sieht doch nett aus. Ja, mit dem Vogel, das ist doch eine schöne Sache. Und Eve hat am Anfang auch das Item und das macht, dass man extrem stark wird, wenn man nur ein halbes Herz hat. Deswegen habt ihr mir mal in die Kommentare geschrieben, Eve sollte man am besten so spielen, dass man die ganze Zeit nur ein halbes Herz hat und ansonsten Silberherzen. Es gibt ein paar Items, die gut damit ja, funktionieren. Und wir schauen erstmal in den ersten Raum rein und bekommen da gleich ein Leertasten-Item, was nicht so toll ist. Wir nehmen es natürlich trotzdem. Das gibt einem immer eine Karte. Und wir sehen schon, wir bekommen gleich am Anfang die World als Karte. Die World ist eine sehr gute Karte. Nee, die World deckt nur die ganze Karte auf. Okay, ich habe gerade gedacht, the World where the Sun. The Sun macht... dass alles im Raum Schaden bekommt und dass wir geheilt werden und dass die ganze Map aufgedeckt wird. Also extrem viel. Wir bekommen auch das erste Trinket Red Patch. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau, was es gemacht hat. Und ja, wir spielen ohne Dice. Ich muss nicht die ganze Zeit hin und her rennen. Das ist ganz ungewohnt. Wir haben auch gar keinen Schlüssel und keine Bombe. Heißt, wir kommen nicht in den Geheimraum. Oh Gott, das ist traurig. Nein. Never Junior, warum du? Warum du? Ja, wie gesagt, wenn ich es schaffe, wenn ich irgendwelche Items noch dazu kriege, werde ich einfach diesen Run versuchen, immer keine roten Herzen aufzusammeln und nur beim halben Herz zu bleiben. Deswegen fliegen wir auch erstmal gegen die. Da sehen wir schon, ein bisschen stärker geworden. Warum haben wir... Hä? Wird man nicht schwarz? Warum sind wir rot geworden, anstatt schwarz wird man nicht schwarz? Jetzt sehen wir irgendwie eher aus wie Super Meat Boy. Was ist hier falsch? Los, Vogel! Kill ihn! Töte ihn, er hat es verdient! Und da ist er tot und wir bekommen ein Lebensupgrade. Hä? Nee, warum sind wir rot geworden? Wir hatten nicht mal ein halbes Herz. Was für ein Item haben wir? Was ist hier falsch? Das und vieles mehr erfahrt ihr ja im nächsten Mal bei Galileo Mystery. Wir nehmen auf jeden Fall das Lebensupgrade mit. Wir haben rein gar nichts mehr auf der Ebene, was wir machen können. Deswegen gehen wir einfach in die nächste Ebene. Oh, das ist irgendwie entspannt, dass man einfach so in die nächste Ebene gehen kann. Und schauen mal, was uns im nächsten Raum erwartet. Im nächsten Raum erwartet uns ein Gegner, den wir extrem langsam kaputt weinen. Wir machen extrem wenig Schaden. Und wir schauen doch einfach mal dort unten in den Raum rein. Wir haben auch gleich einen Schlüssel für den Goldraum. Und finden hier eine rote Kiste mit Trollbomben. Hallo Trollbomben. Ah, oh, nee. Nicht wehtun. Nicht wehtun. Die Stacheln tun mir schon weh. Hä, warum haben wir nur ein halbes Herzschaden bekommen? Wo habe ich ein halbes... Hä? Müssen wir nicht ein ganzes Herz insgesamt Schaden bekommen haben? Eigentlich hätten wir doch ein ganzes Herz bekommen sollen für rein und raus. Haben wir beim Reingehen keinen Schaden bekommen? Habe ich irgendwo ein halbes Herz aufgesammelt? Was ist hier falsch in dieser Welt? Okay, eine sehr irritierende Folge, zumindest für mich. Ich schaue mir ja immer die Folgen an, in denen ich irritiert bin und frage mich, was da passiert ist. Erstmal treffen lassen, damit wir einen Vogel haben. Und dann stelle ich fest, dass eigentlich gar nichts Komisches passiert ist. Und ich mich irgendwie einfach mein Gehirn innerhalb von 3 Sekunden vergessen hat, was im letzten Raum passiert ist. Ja, so funktioniert leider mein Hirn. Und jetzt muss ich auch gar nicht mehr... Oh Gott, jetzt muss ich gar nicht mehr darauf achten, dass ich am Anfang den Goldraum finde. Oh Gott, ist das entspannt. Und die Kiste hier können wir auch öffnen. Obwohl, vielleicht sparen wir uns lieber was für einen Job aus. Obwohl, wir haben jetzt... Okay, alles klar. Erstmal das Leben wieder auffüllen. Und in den Raum gehen. Wir bekommen Homing Bombs. Können wir nicht neu würfeln. Oh, und wir haben sie. Vielleicht finden wir ja das Dr. Fetus Item. Dann würden sich Homing Bombs lohnen. Ansonsten... Ja, nicht unbedingt. Na, ihr Bombengeschwister... Nein, explodiert, bevor ihr zu mir... Och, nee, wir müssen den Raum... Ah, nee, der Raum hat sich Gott sei Dank nicht zurückgesetzt. Ich hatte mal einen Bug. Da wurde ich auch so eine Art aus dem Raum rausgesprengt, aber der Raum wurde zurückgesetzt. So, jetzt haben wir hier ein Seelenherz. Das werde ich nicht aufsammeln, weil, wie gesagt, besagte Taktik werde ich vielleicht benutzen. Dafür will ich aber erstmal ein paar Seelenherzen am Anfang haben, damit ich ein bisschen Buffer habe, was den Schaden betrifft. Also um es zu erklären, wie gesagt, unser Item macht extremen Schaden, wenn wir ein halbes Herz haben. Seelenherzen werden nicht dazu gerechnet. Heißt, wenn wir die ganze Zeit nur ein halbes Herz haben und ansonsten Seelenherzen, ist es extrem praktisch. Wir können außerdem unser Leertasten-Item benutzen. Wir bekommen dort allerdings nur eine Karte, die uns rote Herzen gibt. Und lassen uns erstmal treffen. Ich muss aber gerade überlegen, könnten wir uns hier dann so viel Schaden machen, dass wir nur noch ein halbes Herz haben? Ich überlege gerade.
Nein. Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich habe ich einen blauen Stein irgendwo übersehen, aber ich werde jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Wenn wir noch einen Schlüssel finden könnten, beziehungsweise einen Geheimraum finden, dann wäre das doch recht praktisch. Achso, oh nee, der Geheimraum sollte hier unten sein. Bitte sei nicht da oben. Perfekt. Und da hört ihr den TS, wie immer, an. Professionell wie eh und je. Und tatsächlich, hier war der Geheimraum, Gott sei Dank. Und durch diesen kommen wir direkt zum Shop, ohne einen Schlüssel zu brauchen. Wir werden auch dreimal einfach hier dran spielen, weil ich will immer an dir spielen. Los, gib uns Items. Automat, gib uns Items. Bitte. Bitte gib sie uns. Nein, immer kriegen wir nur Fliegen, immer haben wir Pech. Naja, gehen wir in den Shop, bekommen dort ein Item, was uns 2 Trinkets erlaubt. Das kann extrem praktisch sein, deswegen sagen wir dazu nicht nein und schauen mal beim Boss vorbei. Na, Boss, was bist du heute so? Oh, Duke of Lies. Da wir mit Eve, ich glaube mit Eve macht man am Anfang genauso viel Schaden wie mit Isaac, wenn ich mich nicht irre. Nicht sonderlich viel Schaden machen, kann das sich doch ein bisschen ziehen, dieser Bosskampf. Und WTF, wie groß ist die Fliege? Also ich habe ja schon große Fliegen gesehen, aber das übertrifft alles. Nee, die ist genauso groß. Okay, dann habe ich einfach falsche Erinnerungen. Die Erinnerungen haben mich getäuscht. Ja, gut, ich überlege mir immer noch, ob ich mich jetzt auf ein halbes Herz hier am Ende runtersprechen lasse, wenn der Boss fast tot ist. Oder gleich jetzt, damit der Vogel da ist, damit er dauerhaft auf den Duke of Lies geht, während ich mich um die Fliegen kümmere. Los, Vogel, töte ihn. Töte ihn. Doch, der Vogel macht eigentlich relativ gut Schaden, muss man sagen. Nicht so viel wie ein Super Meat Boy. Oh, wie cool das wäre, hätten wir einen Super Meat Boy und den Vogel. Jo, Vogel, tackle. Und wir bekommen... Okay, jetzt will ich mich auf ein halbes Herz runtersprechen. Jetzt ist es entschieden. Dafür gehen wir dort hinten in den Raum rein. In den Raum der Räume. Nee, nicht in den Raum der Räume. Ich benutze einfach mal meine Karte präventiv, damit ich sie nie aus Versehen verwende und dann mir meine ganze Überlegung kaputt macht. Wir gehen hier unten in den Raum rein. Warum kriegen wir beim Reingehen keinen halben Schaden? Okay, das irritiert mich doch. Oh, what a horrible thing. Is doing us this thing evil. Okay, ich überlege gerade. Dieses Item, was wir da aussammeln, hat uns doch ein Seelenherz gegeben, oder? Ne, eine Karte hat es uns gegeben. Naja, besser als nix. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Schaden 01, bekommen noch den Hanged Man als Karte, können auf dieser Ebene nichts mehr erreichen, haben den Geheimraum gefunden, super Geheimraum, werden wir nicht finden, deswegen gehen wir in die nächste Ebene. So, jetzt dürfen wir nur nicht so oft getroffen werden, wir machen jetzt relativ gut viel Schaden. Allerdings, die Gegner werden mich trotzdem treffen, wie ich mich kenne. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Da hinten ist ein blauer Stein. Den wollen wir natürlich. Im blauen Stein sind meistens blaue Herzen. Habe ich zumindest im Gefühl. Meistens sind auch... Manchmal sind auch Schlüssel drin, aber... Herzen sind auch gut. Herzen sind auch gut. In der Mitte liegt auch noch ein Schlüssel. Heißt, wir bekommen für die Bombe das, was im Stein ist, plus den Schlüssel. Plus den Geheimraum. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Nein! Oh Gott sei Dank habe ich es nicht aufgesammelt. Solche Situationen sind dann natürlich verheerend. Und hier bekommen wir nochmal ein bisschen Geld. Heißt, ein Shopbesuch lohnt sich doch bald. Nicht mehr lange und es lohnt sich. Es würde sich dann lohnen. Sehen wir auch, wie viel Schaden das mehr macht. Macht es nur einen Punkt mehr? Ich habe gedacht, dass dieses Babylon, das heißt doch irgendwie, was mit Babylon macht mehr Schaden. Plus. Naja, dann halt nicht. Töten wir halt mal das Feuer. Und gehen in den nächsten Raum, wo wir Bomben gegen Bomben tauschen können. 2 Bomben für 3 Bomben, das machen wir doch. Eine Bombe, 2 Bomben und dann bekommen wir 3 Bomben. Das heißt, wir haben genau eine Bombe Gewinn gemacht. Das ist doch eine ganz gute Sache. Ich überlege mir gerade, ob man hier noch anders irgendwie rankommen könnte, nur mit einer Bombe. Allerdings, man könnte versuchen, von hier zu sprengen, in der Hoffnung, dass es den Stein da auch drüben dann rübersprengt. Aber das wäre, glaube ich, ziemlich riskant, da im Sprengradius, glaube ich, immer ein Zufallswert mitrechnet. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich habe immer so das Gefühl, als würde er dann noch irgendwas zufällig berechnet. Kann ich mir aber auch nur einbilden. So, Bombe. Sind wir hier auf einer XL-Ebene? Tatsächlich, wir sind auf einer XL-Ebene. Heißt, wir finden hier noch 2... Oh, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Du bist gar nicht nett. Du machst nämlich 1 Herzenschaden pro Berührung. Deswegen möchte ich... Oh, Gott. Ganz schnell hier weg. Was ist das für ein gemeiner Raum? Ich brauche dringend ein Item zu fliegen. So, geh du tot? Nein, 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 nein. Tot, 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 tot. Ihr sollt alle sterben. Sterbt. Sterbt. Ich könnte natürlich den gehängten Mann benutzen, allerdings wäre das Verschwendung. Also würde ich zumindest halt verschwenden. Oh Gott, er schnell mal hier runter. Nein, ich kriege ihn einfach nicht tot. Wir machen immer noch so wenig Schaden, obwohl wir in der starken Form sind. Vor allem wir haben auch so ein starkes Knockback, dass wir den immer weiter wegschübsen. Ich frage mich gerade, ob man zu schwach sein kann, um die hier zu besiegen. Denn Flat Penny macht das Schlüssel kommen, wenn ich... Ah, wir können eh 2 mitnehmen.
wenn ich Münzen aufsammle. Auf jeden Fall etwas sehr Praktisches, vor allem am Anfang. Weil über fehlende Schlüssel regt man sich immer leicht auf. Okay. Nein. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich werde getroffen. Und was ist das hier für ein guter Gegnermisch? Normalerweise bekommt man so zwei verschiedene Gegnersorten pro Raum, aber hier gleich drei. Naja, diese Hemden und die Spinnen sind eigentlich recht ähnlich. Also es sind recht ähnliche Gegner. Sie haben, glaube ich, obwohl die Hemden können nicht ganz so weit springen wie die Spinnen. Wir können erneut unser Spacebar-Item benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon vergessen habe. Dafür schäme ich mich natürlich. Und haben dafür The Death bekommen. The Death macht mich stärker oder Gegnern im Raum Schaden. Ich glaube, Gegner im Raum Schaden. Also wir nehmen es einfach mal mit. Vielleicht finden wir ja einen Raum, in dem ich Panik bekomme und dann ganz schnell The Death benutzen will. Wie zum Beispiel hier. Oh, und damit haben wir sogar was freigeschalten. Das Nekromantie. Okay, ich habe die nicht schnell genug tot bekommen, nachdem ich das Buch benutzt habe. Also das Buch. Die Karte hat denselben Effekt wie das Buch Necromancy. Und ich wüsste gerade gar... Wie soll ich die besiegen? Ich sehe hier gerade wirklich keine Möglichkeit. Ich müsste die dreimal oder zweimal? Dreimal treffen, glaube ich, nachdem. Okay. Wisst ihr was? So, Homing Bombs. Los. Ja, das reicht auch nicht. Wie soll das gehen? Oh ne. Schnell hier raus. Wir haben Schaden bekommen. Der Vogel hätte vielleicht noch was reißen können. Allerdings, okay, der Raum, für den haben wir einfach zu wenig Schaden gemacht. Naja, nicht jeder Raum kann ein netter Raum sein, Maudado. Dies wirst du nicht aufsammeln, weil du dann noch weniger Schaden machst. Wir haben gerade extreme Schadensprobleme. Also so extreme Schadensprobleme hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Seit 1914. Damals, in der Krise. Los, Vogel, greif an. Attack. Okay, der macht Schaden, wenn es liegt und wir bekommen Herz gedroppt. Interessant. Oh Gott, nein, Fleisch. Warum Fleisch? Oh nein! Nein, Vogel! Oh Gott, ich habe mich gerade auf so einen Vogel konzentriert in der Hoffnung, dass er für mich das Fleisch tötet, dass ich ganz vergessen habe, darauf zu achten, dass ich nicht getroffen werde. Los, Vogel, töte das Fleisch! Nein! Ich verliere all mein Aufgebautes schon wieder! Oh Gott, Fleisch! Mein Erzfeind! Warum? Wir haben noch keinen einzigen Goldraum gefunden, in dem wir endlich ein Dings-Upgrade finden könnten. Ja gut, ist okay. Okay, ein Treffer und wissen Geschichte. Oh nein, ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht. Ich bin zu jung. Und wir sind tot. Oh, ich habe mich schon lange nicht mehr so dämlich angestellt. Wir werden im nächsten Part uns mal mit Samsung versuchen. Naja. Ich hoffe, das war ganz okay. Auch wenn ich es nicht mal bis Mutters Fuß geschafft habe. Ich habe mich selten dämlich angestellt. Ich hätte natürlich sicher spielen können, indem ich immer roten Herzen mitnehme. Aber selbst dann, ich habe keinen Schadensupgrade gefunden. Es hat nicht gut funktioniert. Nächstes Mal benutze mir Samson. Der hat am Anfang das Rage-Item. Das könnte auch ganz lustig sein. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.